Ein bekannter Amerikaner hat's gesagt. Sweden, look at Sweden. Und ich glaube, ich weiß, was er gemeint hat. Ja, viele haben gerätselt nachher, was hat er denn gemeint, was ist denn in Schweden? Hier in diesem Zoo da hinten in Kolmarden hat der Betreiber gemeint, er müsste einfach mal einen der besten Holzachterbahnen Europas hinstellen. Und die wollen wir uns mal angucken. Is that the giraffes sometimes help us to find newborn antelopes that their mother has hidden here on the savannah. The giraffes don't do it on purpose, but thanks to their natural curiosity, they help our animal keepers. One savannah animal you're sure to recognize is the zebra. We've managed to get the ostriches to rear their chicks themselves. That's not very common. When it first happened, it gave our male ostrich. If it wasn't for the wildlife parks, the bison, Europe's heaviest land mammal, would have been extinct by now. Zuschauer von dem Kanal haben es gemerkt, sicher schon. Wir haben auch mal eine Top 10 der Holzachterbahn gemacht. Meine Nummer 1 damals war Balder. Was war es bei dir? Wodan? Gute Frage. Nein, Wodan war nicht die erste. Irgendwas anderes. Ja, also europäische Holzachterbahn. Aber
haben wir ja damals schon gesagt, eine der wichtigsten hatten wir noch gar nicht auf dem Programm. Ja, und dann ergab sich hier die Möglichkeit, mal nach Schweden zu fliegen. Und außerdem, durch unsere Clubkarte kommen wir hier auch recht günstig rein. Ja, und da haben wir uns gedacht, was würde Werner Stengel tun? Und Werner Stengel würde natürlich sofort ins Flugzeug steigen, hierher fliegen und das Ding mal ausprobieren. Das ist hier hinten Wildfire im Kolmarden Zoo, was unglaublich ist. Ja? Also, das ist ein Coaster, den tun sich nicht mal große Parks in Europa reinstellen. Und die haben sich mal gedacht, ach komm, bauen wir hier mal so einen RMC-Coaster rein, den ersten von Europa. Hatten am Anfang ein bisschen Probleme, ne? Schließzylinder und solche Geschichten. Genehmigung. Dann die Genehmigung, die wieder zurückgezogen wurde, aber jetzt ist sie wohl wieder da und sie läuft. Sie läuft perfekt. Sie läuft perfekt, ja. Herr Volker sagt uns was über die Gestaltung hier. Okay, die Gestaltung ist ja gar nicht so großartig. Ist zwar Maulwurf ins Thema, aber Sie haben das ja hier in dem typischen Stil für Holzachterbahnen nachhaltig. Sägewerk aufgebaut ein bisschen. Also, sie haben schon ein paar kleine Sägeblätter da drin. Man darf keine Äxte mit auf die Fahrt nehmen, wird extra nochmal angeschrieben. Und also es ist halt einfach viel Holz. Und ich finde, bei Holzachterbahnen braucht man die Thematisierung eigentlich auch fast nicht. Bei Wodan ist es zwar unglaublich gelungen, das sage ich ja immer wieder, aber Holz alleine macht mich schon glücklich, vor allem wenn das so verworren und verschlungen ist wie hier. Tja, Uli darf mir mal was über die Fahrt sagen. Die Fahrt selber. Bissig, aggressiv, schnelle Richtungswechsel, keine Ruhe. Und Wahnsinn, also mein Überkopf. Die Überkopfelemente sind Sahne. Ja, na, ich habe hier ein T-Shirt von Lightning Rod an. Also ich wollte ja das von Troy anziehen, habe aber jetzt das Coaster Fest schon an. Tja, Vergleich mit Lightning Rod gefällt mir Wildfire ein bisschen besser. Ja, also wirklich schon, der hat auch richtig... Natürlich super top. Und diese drei Inversionen, sage ich, die macht RMC immer so top. Dass die Spaß machen. Ja. Genau, die machen Spaß. Und der Lightning-Rod hat keine Inversion. Und ich hatte das Gefühl, die fehlen da ein bisschen. Ja, was ich beim Lightning-Rod eher schlimm fand, war, dass diese Ejector-Airtime doch sehr brutal, gerade bei dem Quadruple-Down da so reingedrückt hat. Das hat mir gar nicht so gefallen, weil dafür sind diese Flaggen auch gar nicht ausgelegt. Die sind viel zu hart und dann sitzt da zu eng drin. Und das war hier alles nicht. Also hier bleibt am Ende der kondensierte Spaß übrig. Ja. Vergleich mit Goliath, dem Six Flags Great America. Der ist viel kürzer und spult halt seine magischen Tricks, nämlich zum Beispiel diese, diese Überkopf-Gedicht. Das Überkopf-Gedicht. Zero-G-Stall. Zero-G-Stall, genau. Wo man unglaublich lange auf dem Kopf steht und aber eigentlich gar nicht hängt. Ja. Das spult er zum Beispiel auch ab. Und was mir hier ein kleines bisschen gestört hat, und deshalb die Bahn auch für mich ein kleines bisschen zu anstrengend ist, ist der Schluss. Da wird noch ein bisschen rumgefahren. Es gibt zwar noch eine schöne Inversion, ja, die letzte Inversion. Ja, aber durch dieses zu lange Ende gefällt mir Goliath, obwohl er kurz ist, noch ein kleines Stückchen besser. Aber das nur so für Leute, die den schon mal gefahren sind. Du bist ihn auch schon gefahren. Ja, bei mir konnte mein Feuer jetzt mit der dritten Fahrt Goliath schlagen. Recht eindeutig sogar, weil das Gesamterlebnis viel größer ist. Und Goliath diese Aussicht über den See, ganz klar. Ja, das, genau. Das muss man halt auch sagen. Es ist halt ein Zoo, der hier mitten im Wald, aber es ist ja kein See, das ist ja tatsächlich schon das Meer da draußen. Also du kannst direkt aufs Meer gucken, auf die kleinen Inselchen, die da noch sind, mit Wald und allem drum und dran. Indem du oben nochmal auf dem Lift eine kleine Ehrenrunde drehst und dann macht es einfach nur noch Spaß. Und jetzt ist noch die Frage zu klären, verdrängt es Baldor von der Nummer 1 auf meiner Holzcoaster-Liste? Bei mir nicht. Was? Und warum? Weil ich halt schon ein bisschen der Älteste hier in der Runde bin. Und er landet auf Platz 2, Wildfire. Die ist wirklich klasse. Ich meine, sag mal so, jüngere Leute, die hier locker was wegstecken, die können ja auch 10-mal fahren und für die ist es wahrscheinlich. 40 Mal, ich korrigiere, 40. Ne? Jetzt, ach ja, genau, wir wollten ja noch wir wechseln. Haben mein Ziel. Sollen wir wechseln? Ja, der Don hat auch noch was zu sagen. An seine Fans. Genau, an seine Fans. Meine Fans. Die Bahn,
grandios. Also man muss sagen, die erste Fahrt hat mich jetzt nicht so geflasht wie die dritte. Also man hat gemerkt, der hat viel mehr Speed reingezogen. Es ist einfach brachial, man ist brachial unterwegs und klasse Bahn. Ja, wir haben ja tatsächlich schon alles durch. Also Last Row, First Row, Mitte und jedes Mal wieder nochmal einen draufgesetzt. Und würdest du sagen, das ist deine Nummer 1 jetzt? Ehrlich gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe nicht mehr im Kopf, was bei mir tatsächlich die Nummer 1 war. Deshalb, also da wäre ich noch vorsichtig, deshalb halte ich mich an der Stelle noch zurück. Wir haben eh schon so wahnsinnig lange gequatscht, weil wir leider kein Online-Video machen durften. Deshalb würde ich aber sagen, ich gebe der Bahn auf jeden Fall mal für diesen Massenspaßfaktor 2 Daumen nach oben. Das, da kann ich mich anschließen. Hätte ich 3, würde ich 3 geben. Und ich gebe von mir auch 2 Daumen, die kann ich jetzt nicht rausstricken. Ja, aber ich mache sie einfach für mich rein. Komm. Die sollen mit drauf. Es regnet in Kolmarden, aber erst ganz am Schluss. Deswegen, wir waren so ein bisschen schneller. Ich sag mal so, für Zoo-Freunde ist es ja hier eine Top-Destination. Da könnt ihr ruhig auch mal nach Schweden dafür fliegen, wenn ihr echte Zoo-Fans seid, weil das ist wirklich klasse. Auch diesen Safari-Ride, den wir gefahren sind, das ist wirklich mal was Besonderes. Das ist Bahn, ja, wirklich toll. Und dann natürlich die Coaster, ne? Die Coaster? Alle drei. Alle drei ein Whitefire. Ja, also. Haben wir ja schon drüber geredet. Also das ist einfach großartig. Willst du uns noch was über den Park sagen? Nein, war schön. Yes. Gutes Essen. Gutes Essen. Buffet. Als Buffet. Und super Gastfreundschaft von den Leuten hier. Ja. Und relativ ruhiges Publikum. Deswegen von mir. Ja. Ach. Naja, also für Zoo-Fans, eineinhalb. Ja, ich bleib mal bei 1. Und jetzt gehen wir.